Mann und Maus, selbst ein Teil des Trockendocks. Wenige haben geglaubt, die Borealis je wiederzusehen. Sie hätte nie mehr auftauchen dürfen. Aber jetzt, wo wir es haben, können wir es gegen die Combine einsetzen. Was? Das Ding sollte zerstört werden. Aber denk doch an den Gewinn für die Menschheit. Wir können dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen. Habt ihr nichts aus Black Mesa gelernt? Solche Kräfte kann man nicht steuern. Nun ja, es gibt immer ein Risiko, Eli. Aber wir haben Koordinaten, Pläne, Frequenzen. Einfach genial von Dr. Bossmann, alles in der Trägerwelle zu verstecken. Das bedeutet, dass sie noch am Leben ist. Aber wenn die Combine sie finden, reißen sie alles Wissen aus ihr heraus. Da bleibt nichts von ihr übrig. Aber wir können nicht sicher sein, dass... Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich werde sie suchen. Eli, schlimmer als Judiths Gefangennahme wäre es, wenn du ihn in die Hände fallen würdest. Sie kennt vielleicht die Einzelheiten der Borealis, aber du weißt alles über den Widerstand. Hör auf, Dr. Kleinerberg. Gordon und ich können uns viel besser darum kümmern. Wir bringen sie zurück. Kleiner, wo sind sie? Wo bleibt die Dekodierung? Verdammt, der Code. Ja, Magnus, ich bin gleich soweit. Warten Sie auf grünes Licht von den Combine? Das bekommen Sie von denen bald persönlich. Ich beeil mich ja, Magnus. Ach, mach mal hin mit. Da stimmt was nicht. Nicht nochmal. Nein, es darf nicht nochmal passieren. Kein zweites Begleser. Da. Welche mit ungeahnten Konsequenzen? Was hast du gesagt? Dad! Okay, schon gut. Ich stütze dich. Komm, ruh dich aus. Danke, Alex. Mir geht's. Gleich wieder besser. Okay. Brauchst du irgendetwas? Ehrlich gesagt, Alex, könntest du mir eine Tasse Tee bringen? Im alten Aufenthaltsraum ist deine Heizplatte. Bin gleich zurück. Gordon, passt du kurz auf ihn auf? So. Danke dir. Setzen wir uns mal zu dem alten Kanaux. Ungeahnte Konsequenzen. Diese Worte habe ich zuletzt in Black Mesa gehört. Du warst gerade in die Testkammer getreten, als er sie mir ins Ohr flüsterte. Du weißt schon, wen ich meine. Unseren gemeinsamen Freund. Ich weiß, als er mit diesem Kristall ankam, hätte ich den Test abbrechen müssen. Ich tat's nicht. An jenem Tag ging die Welt unter. Und jetzt benutzt er meine Kleinen. Leg dir Worte in den Mund. Gott verdammt. Ich hätte es wissen müssen, dass er sie nur gerettet hat, um sie zu benutzen. Gordon, es gibt so vieles, was ich dir sagen muss. Gemeinsam können wir vielleicht endlich... Hier ist dein Tee. Definitiv. Ist alles in Ordnung? Oh, nichts, mein Schatz. Okay, kleine Planänderung. Wir können erst starten, wenn diese Strider weg... Oh, Verzeihung, wenn ich die traute Runde hier störe. Ich warte am besten draußen, bis sie fertig ist. Ja, mein Schatz. Nun, Freeman... Ich glaube, ich habe die... Alles klar. Mir nach. Schnell. Wir reden später, Gordon. Ich komme gleich. So, dann folgen wir dem alten Harry da mal. Ja, ist gut. Im Anmarsch. Schon eine dieser Kreaturen könnte unsere Rakete abschießen. Wir können den Start erst wagen, wenn alle Strider weg sind. Sie haben gezeigt, was sie können, um die Leute zu respektieren. Alter! Ich lege daher die Verteidigung von White Forest und meine geniale neue Waffe in ihre Hände. Wir nennen es das Magnussen-Gerät. Das war natürlich nicht meine Idee, aber die Mitarbeiter wollten es so. Nicht so müde da drinnen! Aktivieren Sie die Ausgabestation! Also, das Ganze funktioniert wie eine Art Haftbombe. Oh ja, ist klar.
Sie müssen einfach das Gerät am Panzer des Kleiders befestigen und dann darauf schießen. Ich wusste nicht recht, wie man das Gerät starten sollte. Ihr Nullpunkt-Energiefeldmanipulator löst natürlich das Problem. Kommen Sie, üben Sie noch etwas, solange Zeit ist. So. Keine Sorge, Freeman. Dieser Strider wird kein Schaschlik mehr aus Ihren Freunden machen. Nun, da draußen erhalten Sie alle notwendigen Magnussen-Geräte über Ausgabestationen wie diese. Zur Sicherheit der Basis sind diese Geräte deaktiviert. Sie explodieren nicht wie diejenigen, die man im Feld findet. Kommen Sie. Nehmen Sie das Gerät aus der Station. So ist gut. Werfen Sie es jetzt dem Strider an den Rücken. So ist recht. Auf diese Distanz ist das einfach. Es ist natürlich schwieriger, wenn sich das Ziel bewegt und einen angreift. Versuchen wir nun eine schwierigere Aufgabe. Uriah, schick das Ziel ans andere Ende der Gleise. Okay, jetzt dürfen wir hier mal ein bisschen trainieren. So. Hoffentlich hat er jetzt genug geredet, denn jetzt will ich mal wieder reden. Okay. Also gut, Freeman. Versuchen Sie. Na los, mach hinne. Ja. Volltreffer. Schon? Mein Prachtstück, was? Ja, ich bin bereit, alles klar. Das da habe ich schon mal gemacht. Ja. Na, genug, ich habe genug. Ihr Fahrzeug ist aufgetankt und bereit. Jedes Gebäude im Tal hat eine Ausgabestation. Ihnen steht also reichlich Sprengstoff zur Verfügung. Also, ich muss wieder zu meiner Rakete, Freeman. Bitte verschwenden Sie nicht meine Rakete. Ja, keine Sorge. Oder meine Magnussens. Oh, und Freeman, wenn Sie das schaffen, verzeih ich Ihnen auch das Debakel von Black Mesa. Sie wissen schon, die Sache mit dem Mikrowellenessen. So, so weit, so gut, Leute. Jetzt ist unser Fahrzeug, jetzt wurde unser Fahrzeug mal ein bisschen aufgetunt und dürfen raus gegen viele von den großen Dingern da kämpfen. Oh je, das wird was. Aber da werden wir mal gleich eine Pause einlegen. Ja, beruhige dich, ich komme ja schon. Ich habe ein bisschen an deinem Auto gebastelt. Hier hinten ist jetzt eine Ablage für Magnussens. Ich habe das Radar so eingestellt, dass Combine auf dem Armaturenbrett rot angezeigt werden. Und es sendet ein Zielsignal an deinen Schutzanzug, falls du von deinem Auto getrennt wirst. Keine Ursache. Also... Hier die Karte. Wir sind hier am Südende des Tals. Der Rest ist oben im Norden beim alten Sägewerk. Hier. Dort oben werden sie euch den Schlachtplan erklären. Ich bleib hier. Alles klar. Das Feld und melde, wenn was ist. Viel Glück da draußen. So, Leute, wir haben jetzt ein Navigationssystem. Da sehen wir die Dinger da, wo die Bälle drinne sind. Keine Ahnung jetzt nochmal, wie die heißen. Und die Gegner sehen wir dann auf der Map. Schon mal ganz praktisch. Und joa. Dann würde ich mal sagen, wir machen ab hier mal ein Zwischenstopp. Und bis zum nächsten Mal. Euer Megagamer.